So, hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay-Video zum Spiel Risen 2 Dark Waters. Oh ja, das Spiel ist ja vor einer Woche circa rausgekommen und ich habe es bisher nur ganz kurz angespielt, um mich an die Steuerung zu gewöhnen. So ein bisschen einfach da reinzukommen in das Ganze. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an, wie dieses Spiel so aussieht. Und zwar am besten bei meinem Spielstand, den ich schon angefangen habe. Hier, Gaming Forest. Ja. Wir sind nicht mehr ganz am Anfang. Ich habe schon, ja, wie man hier sieht, 38 Minuten gespielt. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken einfach rein. Was will man denn noch groß labern? Mit dem Talent Schlösser knacken und einem Dietrich kannst du verschlossene Truhen und Türen öffnen. Habe ich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Da ich dieses Talent noch gar nicht besitze. Auch einen Dietrich besitze ich nicht. Eine verschlossene Truhe habe ich bereits gefunden, aber das macht jetzt auch nichts. So. Kurz zur Story. Wir gehören der Inquisition an und sind jetzt in einem geheimen Auftrag, ja, auf geheimer Mission für die Inquisition. Wir sollen nämlich bei den Piraten eine Waffe finden, womit man den Titanenlord Mara, ich glaube es war Mara, womit man den bezwingen kann. Mit dabei haben wir unsere Piratenkollegin Patty, wie man sieht, die uns ja, unterstützt. Die können wir auch anquatschen zum Beispiel hier. Aber wie mache ich mich, Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Okay, du bist toll. Und jetzt beweg dich. Das sollte ich hören. Wir können auch sagen, warte hier, oder ihr auch Grog geben. Das weiß ich nicht. Ja, zu den Waffen. Ich habe jetzt hier einen Säbel, wie man sieht, und eine Schusswaffe. Mit der mittleren Maustaste, genau wie bei Risen 1, können wir die Waffe ziehen und dann damit zuhauen. Mit E können wir die Pistole abfeuern, das steht hier auch schön dran. Oh! Jetzt habe ich eine Kugel verbraten, aber gut. So geht das dann. Ja, kurz zum Menü, vielleicht zum Inventar. Das sehen wir hier. Einfach auf I und dann sehen wir hier rechte Hand, ein Offizierschwert. In der linken Hand eine Pistole. Auf dem Kopf hätten wir einen Piratenhut, aber den darf ich noch nicht anziehen, denn... Nein, ich bin noch kein Pirat. Genau. Und so weiter und so fort. Benutzbar, das haben wir hier. Fackel, ja, bringt Licht ins Dunkel. Oh ja. Den Grog, Blut plus 50. Blutregeneration 20 haben wir hier bei Proviant und Trank der Klingen. Hier sieht man, dass das Klingenzeug, ja, Wurfwaffen, Stichwaffen und Hiebwaffen um 7 erhöht. Plunderne Kugel, ja, dieses Blei für Gewehre und Pistolen. Leuchtkugeln, der leuchtende Fühler, der Sandteufel, also das sind so Items von Monstern, die ich bereits platt gemacht habe, ja, die Sandteufel. Und dann hier Muschel. Vielleicht finde ich eine Perle. Geschafft. Ah! Nichts. Oh, eine Perle immerhin. Man findet sie in Muscheln. Das ist wohl richtig. Oder auch alles. Genau, unseren Charakter haben wir hier auch. Und es gibt folgende Attribute. Ja, das werden einmal Klingen. Das ist, hier steht es auch schon, für Hiebwaffen, Stichwaffen und Wurfwaffen. Dann die Feuerwaffen. Das wäre hier Muskete, Schrotflinte und Pistole. Dann die Härte, das ist hier für die Talente Klingenfest, Kugelsicher und Einschüchtern. Gerissenheit ist Diebeskunst, schmutzige Tricks und Silberzunge. Und bei Voodoo, das ist also der Magieersatz, ja, da haben wir hier Totenkult, schwarze Magie und Ritual. Ja, also so richtige Magie gibt es nicht, das wurde mit der Voodoo-Magie ersetzt und auch Fernkampfwaffen wie eine Armbrust und einen Bogen gibt es auch nicht mehr, das wurde mit Feuerwaffen ersetzt. Ja, bei den Klingen gibt es halt Klingenwaffen, aber es gibt halt irgendwie, schätze ich jetzt mal, keine Hämmer, ja, oder irgendwelche Stöcke, die gibt es wohl nicht mehr.
Macht aber nichts, denn ich finde, zu einem Piratenspiel passt das sehr gut. Und wie es umgesetzt wurde, weiß ich jetzt noch nicht mehr der Voodoo-Magie. Muss man gucken. Aber ich denke, das ist ein würdiger Ersatz jetzt zum Beispiel für die normale klassische Magie. Dann hier sehen wir die Talente. Wir können übrigens bei jedem Levelaufstieg ein Attribut hier stärken. Also aufwerten. Hier bei Klingen habe ich 2 schon, weil ich bin schon ein Level aufgestiegen. Und so geht das dann, genau. Und dann werden hier die Talente auch verbessert. Ja. So. Und da habe ich eben noch nichts, genau. So, Klingenfertigkeiten, da können wir auch noch was auswählen. Habe ich jetzt alles noch nicht gemacht, natürlich. Bin ich noch zu klein und ich habe hier auch, können auch eine Crew haben, ja. Aber hier, die sind alle noch geheim. Bei Sammlungen ist auch noch alles geheim, legendäre Gegenstände. Gucken wir auf die Seekarte. Hier waren wir am Anfang in Caldera, ja, da hat man gestartet, da startet das Spiel. Und dann ziemlich bald, nach einer halben Stunde ungefähr, ja, nach einer halben Stunde Spielzeit natürlich, segelt man dann mit einem Schiff rüber auf die Insel Takarigua. Die Zuckerinsel, ja. Da gibt es ein kleines Piratennest und auch eine Zuckerplantage von der Inquisition. Und ja, ich glaube, hier kommt man dann bestimmt auch noch hin und da und da und da und da. Und bestimmt auch aufs Festland. Das wäre ziemlich cool. Die alte Insel aus Risen 1, die ist, glaube ich, Faranga. Ich glaube, die ist hier nicht. Aber das macht nichts. Und zu guter Letzt das Logbuch, wo wir alle Quests sehen, ja. Faranga. Ich habe aus Faranga einen Satz alter Piratenklamotten mitgebracht. Aber solange ich zur Inquisition gehöre, kann ich sie wohl nicht tragen. Naja, vielleicht werde ich ja doch nochmal Pirat. Genau. Die Titanenwaffe. Das ist unser Quest, ja. Die Piraten sollen eine Waffe gegen den Kraken haben. Ach ja, gegen den Kraken. Ist das der Titan dann? Ah. Ich muss diese Waffe haben. Kapitän Stahlbart soll wieder aufgetaucht sein und mehr über die Waffe wissen. Jetzt sind wir nochmal gespannt. Dann müssen wir den Stahlbart finden. Der berühmte Kapitän Stahlbart soll sich im Piratennest von Takarigua befinden. Ich muss mich als Pirat ausgeben und ihn suchen. Ich muss das Piratennest in Takarigua finden. Also so baut sich das dann auf. Das wären alle Quests, die ich schon gemacht habe und Charaktere, die man so gefunden hat. Aber gut. So. Jetzt sind wir erstmal hier auf der Insel und sind gerade von diesem Schiff, was man da hinten sieht, reingekommen. Sind wir angekommen und sind hierher gelaufen, haben mit der Wache gelabert. Mach hier keinen Ärger. Mach ich nicht. Und wir dürfen jetzt hier einfach reinspazieren. Und gucken, was hier so los ist. Ja, die Grafik. Das sieht man schon, es ist wunderschön designt. Also ich finde das wirklich toll. Also Piranha Bytes versteht es wirklich, Welten zu erschaffen, die glaubwürdig sind, die einfach abwechslungsreich auch sind. Also wenn man sich wirklich denkt, ah, das könnte wirklich so aussehen. Das wirkt in sich echt. Okay, was war das gerade? Und ja. So. Dann plaudern wir ein bisschen mit den Leuten hier, oder? Die werden bestimmt wissen, was man hier so holen kann. Ah, das sieht einfach nach. Was ist das? Schädelblüte, auch ein paar Kräuter. Wunderbar. Was soll das heißen? Uns sind einige Kisten abhanden gekommen. Und wie bei den Göttern konnte das geschehen? Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen haben. Ich red mal mit. Ja, fangen wir mit Pedro an. 26, 27, 29. Was? Ja, du hast 28 vergessen. Du hast 28 vergessen? Hör mal, ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen.
Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Ja, ein bisschen Gold verdienen könnte eigentlich nicht schaden. Ich will mir etwas Gold verdienen. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz. Gut, dann muss ich jetzt erstmal weiter, ne? Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut, zurück zu den Kisten. Wo war ich? 29. Ja. 29. Genau. 29. 30. 31. Tja. Also die Dialoge von Piranha Bytes sind schon auch nicht schlecht. Zu wem sollen wir gehen? Zu Bootsmann? Zu Steuermann? Nein, die kenne ich schon. Ist das die Küche? Osorio. Aus wie ein Flegel. Was meinst du, was er gemacht hat? Hat der Kommandant nicht gesagt. Schätze, er hat... Verdammt nochmal. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Also ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich habe genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen. Oh, das klingt nicht schlecht. Verstehst du was vom Kochen? Nein. Nein. Na schön. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit ihr? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Hast du gehört? Jawohl. Gib mir einen kleinen Moment. Gib mir einen kleinen Moment. Ich kläre das. Schätze, er hat was ganz Ungezogenes mit seiner kleinen... Ja. Hm? Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Ach, es ist doch nur für einen Tag. Na, dann stell dich doch selbst an den Herd. Ich kann nicht kochen. Dann wird's Zeit, dass du's lernst. Wir können das Gold gut gebrauchen. Wir. Ich soll die Arbeit machen und du sackst das Gold ein. Ich werde ein paar Botengänge erledigen. Ach so. Du spazierst schön durch die Gegend und die Frau steht hinterm Herd. Vergiss es! Dafür bin ich nicht gut genug. Schade. Ja, Silberzungen, das ist die Überredungskunst, kann man so sagen. Ich glaube, da bin ich bei 5. Und das, naja. Schon gut. Ich will nichts mehr davon hören. Naja, dann. Schätze, er hat Schade. Ja, nochmal wegen der Arbeit. Und? Hast du die Sache geklärt? Noch nicht. Was willst du dann hier? Schade. Verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Okay, schauen wir mal, was du so verkaufst. Rum, Grog und Proviant. Ja, das ist ja Wahnsinn. Lecker. Naja. Hier gehe ich raus. So. Naja, dann war das wohl nichts. Schätze, er hat was. Blöde Frauen müssen nur so rumzicken hier. Kannst du nicht übel nehmen. Komm, wir gehen was essen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, eine Kiste. Oh, 10 Gold, Wahnsinn. Und Proviant. Wir hätten auch alles neben drücken können. Da ist ein Apfel. Nehme ich mir alles mal mit. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bewacht? Weil... Weil? Weil die Männer die Entlassung verfolgt haben. Was haben wir denn hier? Der Steuermann. Bitte, ach ja, was? Die waren da gerade vorhin. Dazu wollte ich gerade kommen. Rockford! Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber... Die Fuego.
Der Hohe Rat hätte niemals einem Zivilisten das Kommando überlassen dürfen. Ganz meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat Sie nach Ihrer Meinung gefragt? Weggetreten! Hallo. So eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt die Fuego. Der Hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Sacarico gemacht. Der Mann macht mich noch wahnsinnig. Aha. Du hast ein Problem mit Di Fuego? Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten. Ich suche das Piratennest. Moment mal. Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Gut. Gib mir das Gold. Ich überbringe deine Nachricht. Gut. Hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Na, bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Sag ihm, du musst auf die andere Seite der Insel. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Oh, das ist, das ist viel. Das, Ich muss weiter. Das ist mir ein bisschen zu viel, tatsächlich. Ja. Ich muss auf die andere Seite der Insel. Es ist nicht ungefährlich, die Insel zu bereisen. Überall lauern wilde Tiere. Einige unserer Sklaven sind entkommen und machen jetzt den Dschungel unsicher. Und irgendwo im Osten gibt es die Piraten. Ohne robuste Kleidung und genügend Proviant solltest du nicht losziehen. Was weißt du über die Piraten? Ich? Gar nichts. Hab noch nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Wenn du was über die Piraten wissen willst, sprich mit Rock vor. Gibt es eine Karte der Insel? Wenn ich du wäre, würde ich die Fuego fragen. Er ist der Gouverneur von Puerto Sacarico. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dich so zu ihm lassen. Halt nackt, wie du bist. Sieh dir wenigstens ein Hemd an. Wo bekomme ich Kleidung? Frag mal Carter. Er sitzt oben beim Turm und bewacht den Gefangenen. Kann schon sein, dass er was für dich hat. Wo gibt es Proviant? Sprich mit Osorio. Er kann dir was verkaufen. Okay, Proviant Wismar. Moment, wie war das doch gleich? Die Piratenkluft. Okay, ja, gucken wir mal. Bei dem Wachturm, oder was ist das da oben? Da komme ich doch so gar nicht rein, oder? Oder was ist hier der Wachturm? Weißt du was? Du redest nicht mit mir. Ist was? Du auch nicht. Mal schauen, ob ich reinkomme. Okay. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Jetzt nicht. Hallo? Wo willst du denn hin? Ich will zu Di Fuego. Zieh dir gefälligst was Ordentliches an, wenn du mit dem Gouverneur sprechen willst. Ja gut, wo was, ist da oben vielleicht? Ist doch kein Wachturm. Äh,
Naja, wer weiß, vielleicht ist es das ja doch. Hoppala. Carter. Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Nicht wirklich, aber... Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Ich habe gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Na, dann zeig doch mal her. Zeig mir die Sachen. Wenigstens ein Hemd, hat er gesagt. 150 Gold. Wie viel habe ich denn? 1010. Na dann. Reicht das schon? Probieren wir es. Jetzt sehe ich doch schon richtig, also richtig klasse aus. Zumindest ein bisschen. Hey. Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Das ist mein Hemd, das du da anhast. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Inquisition kann mich mal. Die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sag ich immer. Und was machst du jetzt? Meine Sache. Wie du meinst. Die Wache hat dir deine Sachen abgenommen? Genau. Und weil ich so sauer auf den Mistkerl bin, verrate ich dir ganz umsonst, wie du an die Sachen rankommst. Was meinst du? Lass hören. Okay, was brauchst du? Wie komme ich an das Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja. Kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Ich kann dir beibringen, wie das geht, wenn du willst. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Okay. Ich muss los. Warte! Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Na, hier, bitte. Hier, hast du was? Hehehe, sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. Na gut. Jetzt haben wir immerhin ein Hemd schon mal. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Und dann haue ich wen jetzt um? Also, ich probier's zumindest. Wie steht das hier? Auf der Zuckerrohrplantage, wo ist denn die schon wieder? Rechts oder links? Da ist noch ein Haus, also ich glaube, dass ich vielleicht eher in die Richtung gehe. Aber das sieht mir auch nicht nach... Oh, Pulvermond! Hm. Aber das sieht mir auch nicht nach Zuckerrohrplantage aus hier. Wer wohnt denn hier? Niemand. Kann ich mich hier bedienen? Karaffe.
Mal gucken, was wir hier haben. Ein dreckiges Hemd. Das dreckigste Hemd der Welt. Na toll. Das brauche ich nicht. Kann ich oben was nehmen? Ah, den Wein nehme ich mir mal mit. Schlafen will ich jetzt gerade nicht. Hinterm Haus. Ah, da ist auch eine Kiste. Na, sieh einer an. Noch ein Grog, Proviant und Gold. Hey, das nehmen wir doch mal mit hier. Und was haben wir hier? Ein Truthahn. Ich dachte schon gerade, was ist das denn? So. Was hast du so Schönes? Rohes Geflügel. Na. Ja. Nehmen wir doch mit. Makibeere. Interessante Sachen gibt's hier. Eine Blutwurzel. So, jetzt würde ich gerne diese Zuckerrohrplantage finden. Jetzt da hier entlang. Das sieht aus, als könnte ich es nehmen. Geisterlilie. Und schwarzer Oleander. Oh Gott, das Viech sieht böse aus. Ich speichere mal gerade. Und versuche es umzuhauen. Ein Warzenschwein. Uiuiui. Ja, oh, das haut, ja, gut, das geht eigentlich. Das ging tatsächlich. Okay. Und hier am Strand ist jetzt auch nicht so viel. Kann ich die Muschel vielleicht nehmen? Ja, nehmen wir sie doch mit. Nein, erst muss ich das Ziel kennen. Ja, das Ziel wissen wir nämlich nicht. Hm, schade. Ja. Da drüben vielleicht irgendwas. Hm? Die Muschel. Oh, was ist das? Ein Sandteufel. Na, die gehen. Zack, 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 zack. Oh, das sind ja noch mehr. Ah. Patty. Oh Gott. Es sind so viele. Parieren können wir übrigens auch. Das darf ich wohl nicht. Aber hallo. Gibt's hier vielleicht auch so. Also, Wasserfässer, das wäre nämlich ziemlich cool. So wie in Resident 1. Kostenlose Heilung. Könnte ich ganz gut vertragen jetzt eigentlich. Aber die Zuckerrohrplantage ist hier nicht. Mal sehen, ob das hier Wasser. Nein. Das wollte ich nicht. Da gab es Wasser, das ist schön, aber nein. Das geht anscheinend nicht. Ach, schade. Immer wieder gern. Mal in die Richtung gucken.
Ja. Da ist doch ein schöner Turm. Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist da? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel ein Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Okay. Nee, eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin. Gehen wir mal wieder zurück. Und labern einfach mal mit dem Typ da drin, weil ich habe jetzt ein Hemd an und ich glaube, das dürfte ja reichen, damit die Wache mich da durchlässt zu dem. Und wenn nicht, dann verprügle ich ihn einfach. So einfach geht das nämlich dann. Ja, ja. Ich muss schon sagen, der Dschungel, das ist wahnsinnig atmosphärisch. Piranha Bytes weiß wirklich, wie man Welten gescheit darstellt, inszeniert und überhaupt nicht schlecht. Da. Na, das sieht ja schon besser aus. Du kannst jetzt mit die Fuego sprechen. Danke. Ach, du Heiliger. Bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Ich speichere hier mal, weil das könnte ein wichtiges Gespräch sein. Da wollen wir ja nichts Falsches sagen. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant aufzurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Ja. Brauche ich die? Schauen wir mal. Ich komme darauf zurück. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Zeig mir dein Angebot. Okay, also.
Oha, ja. 300 für eine edle Weste. Klingenfest und kugelsicher. Was kann ich denn verkaufen? Das da. Das ist eine Leuchtkugel. Bitte. Perlen. Karaffe. Und, ach, ich könnte mal kurz gucken. Ob nicht in diesen, in den Muscheln noch was drin ist. Nichts zu holen. Eine Perle ist noch rausgekommen. Wow, das ist ja Baller. Das ist ja der reine Wahnsinn, du. Also, da muss man ja schon. Zeig mir dein Angebot. Verkaufen. Perle. So. Kaufen. Will ich das Seidenhemd jetzt haben? Wieso kostet es jetzt 500? Edle Weste. Ach, das war das. Oh. Aber. Nehme ich lieber das. Eine Hose. Die Hose schwarz. Einschüchtern. Was nehmen wir denn da? Weiß oder schwarz? Ich finde schwarz cooler. Nee, ich mache mal die schwarze und nehme mal edle Schuhe. Oder gute Schuhe. Ja, ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und ich glaube, das Kleid, da kleiden wir uns gleich mal ein bisschen an. Kopf habe ich nichts. Beim Körper statt dem Lederhemd nehmen wir jetzt einfach die edle Weste. Für die Beine habe ich eine schwarze Hose. Für die Füße habe ich gute Schuhe. Und sonst habe ich noch nichts, ne? Ha, das sieht ja fantastisch aus. Okay. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ach so. Wie hoch ist denn das? Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Rockford mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du.
Ich bring die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle drei Köpfe bringst. Okay. Schauen wir mal, was sich machen lässt. Jetzt mit der neuen Kleidung. Sollte sich da doch was machen lassen, oder? Wo sind denn die eigentlich? Das muss man natürlich noch rausfinden. Mitten im Dschungel. Kopfgeld. Karte markieren. Jetzt kommt die Karte dieser Region. Ja, stimmt auch wieder. So weit weg kann es ja gar nicht sein. Nein, das ist bloß, wo ich wieder hin muss. Naja. Okay. Ich schau mal ein bisschen hier entlang rein. Vielleicht finden wir ja gleich irgendwie so einen Sklaven. Oder, Entschuldigung, Arbeiter. Warte. Ah, Gilles, bitte. Und, ah, das ist doch... Ich habe nicht so viel Leben, fällt mir gerade auf. Vielleicht sterbe ich jetzt... Patty, hilf mir! Das hat ja noch ganz gut geklappt. Vielleicht gehe ich auch einfach schlafen. Das wäre auch eine gute Idee. Dann schauen wir mal. Dann müsste ja das Leben sich auch wieder auffüllen, wenn es so ist wie in Gothic und wie in Risen 1. Mal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Ah, volles Leben. So gefällt mir das. Und der Morgenduft. Ich würde auch sagen, fürs Gameplay reicht's an dieser Stelle eigentlich auch. Risen 2. Wunderschönes Spiel, bietet nicht allzu viel Neues gegenüber Risen 1, außer die Voodoo-Magie und die Schusswaffen. Sonst ist eigentlich ziemlich alles gleich geblieben von der Struktur her und so weiter. Aber die Story ist, denke ich mal, einzigartig. Ein Piratenrollenspiel, das sieht man jetzt wirklich nicht jeden Tag. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Gefällt mir sehr gut. Werde ich auf jeden Fall weiterzocken. Gut, ich hoffe, der kleine Einblick hat euch geholfen oder hat euch gefallen oder wie auch immer, was er mit euch gemacht hat. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.